Ja, schönen guten Morgen nochmal. Bevor wir in die Details jetzt gehen, möchte ich eigentlich nur ganz kurz ein paar Worte sagen, die uns wieder so ein bisschen auf die Basis zurückbringen sollen, bevor wir ganz tief in irgendwelche Satzungen etc. eintreten. Das Erste, was mich stört und wovon wir eigentlich auch in Zukunft abkommen sollten, meine Meinung, wir reden hier von Stiftungstreffen. Wir haben kein Stiftungstreffen. Wir gründen einen eingetragenen Verein, wenn überhaupt. Also ich würde auch alle bitten, dieses Stiftungsgerede zu unterlassen. Also eingetragener Verein. Die Frage wurde jetzt hier auch schon diskutiert, warum machen wir das Ganze? Dieser Verein, der sich mit Bildung und Weiterbildung beschäftigt und sonstigen Sachen, die wir gestern schon wunderbar gehört haben, kann die Arbeit der Partei unterstützen und voranbringen, weil wir haben ganz tolle Themen, die in der Gesellschaft noch nicht angekommen sind. Warum können wir das, sollten wir das Ganze tun? Ganz einfach, es gibt in der Bundesrepublik, wie wir eben gehört haben, schon ganz viele, die sich mit dem Thema Weiterbildung beschäftigen. Was dieser Verein auf Bundesebene machen soll, ist nicht, die alle mit dem Netz einzufangen, dass sie nicht mehr atmen können, sondern die zu verbinden, dass jeder weiß, was wo passiert. Und viele Aufgaben können einfach nur regional gemacht werden. Was? Oh, Entschuldigung, PowerPoint geschuldet. Wenn man direkt vorm Bildschirm sitzt, sieht man es nicht. Okay. Also, was soll der Verein tun? Der soll die aktive Vernetzung der bestehenden Institute oder bestehenden Gruppen vernetzen. Er soll natürlich auch ein überregionales Angebot bieten. Und das ist etwas, was ich bisher bei den ganzen Diskussionen vermisst habe. Leute, wir sind eine Internetpartei, wo bleibt die Internetplattform für Bildung? Mit den Stichworten MOOC, wer weiß, was ein Massive Open Online Kurs ist? Okay, super. Sowas müssen wir initiieren. Wir müssen uns um das Thema Open Educational Resources kümmern. Ganz wichtiges Thema, das auch viel unter Lehrern diskutiert wird. Und, da kommen noch eine ganze Reihe weiterer Themen. Führt uns zu dem eingetragenen Verein, jetzt nämlich. Wie kann das weitergehen? Wir haben heute den 14.10.2012, okay? In knapp einem Jahr findet die Bundestagswahl statt. Dort werden eventuell, so Gott will, orangefarbene Punkte auftreten, okay? Vielleicht auch ein paar mehr, ein paar weniger. Das bedeutet, dass wir im Jahre 2014 über die Anerkennung des Vereins als parteinahe Stiftung diskutieren können. Überlegt euch das bitte mal, bevor wir hier in irgendwelche Satzungsfantasien eintauchen. Sodass uns das dazu führt, dass wir im Jahre 2015 eventuell irgendwelche Gelder kriegen können. Das bis dahin bleibt nur eins. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Okay, anfangen. Fragen dazu? Okay, danke.